Internet, Marketing, Verkauf, Vertrieb, alles Mögliche, was mit Internet zu tun hat, das ist eine Olympiadisziplin. Ihr seht das selber bei Google, bei Facebook, bei Amazon. Das, was als zweites kommt, das ist schon fast nichts mehr wert. Warum ist das so? Ja, nun, wenn jetzt natürlich einer ankommt und sagt, ja, wir machen eine Dienstleistung oder ein Produkt, das natürlich perfekt verhebt, ja, dann gibt es ja keinen Grund mehr, an und für sich zum im Internet auf den zweitbesten zu gehen. Ja, weil, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwo in New York City in der Stadt drin sind, er kennt euch nicht aus, und es hat zwei Restaurants nebeneinander. Und in einem Restaurant hat es zwei, drei Leute, oder gar keine Leute, und in einem Restaurant, dort schlägt eine Schlange vor der Türe. Rein von der Psychologie her und vom Verhalten her, würde man sagen, okay, wir züchten es eigentlich dort an, wo es mehr Leute hat. Das ist ganz normales menschliches Verhalten. Und das Internet funktioniert doch dort natürlich auch gleich. Oder warum zum Zweitbesten gehen, wenn ich zum Besten gehen kann? Weil wir müssen ja nicht auf St. Gallen oder auf Zürich oder auf Luzern fahren und dort irgendeinen Weg zurücklegen und dann ist man dann dort und kann dann nicht einfach sagen, ja, jetzt gehen wir gleich schnell zum anderen Mitbewerber, wo 100 Kilometer weiter weg ist. Und im Internet funktioniert das eben. Oder im Internet ist es halt so, dass man mit einem Klick weg ist, man ist anonymer unterwegs. Man hat auch nicht so den Druck in sich rein, oder? Ich weiss nicht, dass früher noch viele Leute, wenn die in einen Laden rein sind und dann nicht konsumiert haben, haben sie sich bei den Verkäufern entschuldigt. Au, excuse, dass ich da mal nichts gefunden habe, aber nächstes Mal finde ich, kaufe ich etwas. Und das sind natürlich Sachen, die findet ihr im Internet nicht, die Probleme, oder? Und darum ist da ganz klar, Internet ist eine Olympiadisziplin. Das heisst, die allerersten drei kommen vom Kuchen etwas ab über und alle anderen, die nachher kommen, die können vergessen, die können rauchen, also das ist vorbei. Und die verdienen auch kein Geld mehr. Selbst der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten ist gigantisch gross, was umsatztechnisch oder sonst irgendwelche Internet-Power anbelangt. Also das sind teilweise 40 bis 50 oder 60%, wo die sicher einen Unterschied haben von den Umsätzen her. Und das ist ja gigantisch viel eigentlich. Und das zeigt eigentlich, dass man im Internet sollte, ja, halt wirklich Gas geben, Nase vorn haben, probieren, besser zu werden. Weil alles hängt nur davon ab, wie gut und wie perfekt Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist. Auch in der Immobilienbranche. Wenn Sie sich etablieren können als der Händler bei Ihnen in der Umgebung, dann werden Sie immer gewinnen. Sie werden immer zu Geschäft kommen können. Oder? Und der zweite so abhängen. Und darum ist es auch so wichtig, dass man sich jeden Tag auch auf diesen Kanälen probiert zu verbessern und zu optimieren. Ja. Jetzt, was ich auch noch sagen wollte, gerade mal schnell schauen, ob ich etwas noch vergessen habe. Nein. Wenn ihr Fragen habt zu dem, ruft uns an, redet mit uns. Ihr könnt uns auch kritisieren, gern sogar. Wir wollen lernen, wir wollen besser werden, auch wir müssen jeden Tag optimieren. Wir haben noch viel vor uns. Aber wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben, selbstverständlich. Ja, oder schreibt uns mal eure Meinung zu dieser Geschichte Olympiadisziplin, Internet. Habt ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Da würde mich zwar ganz, ganz fest erstaunen. Übrigens, wenn ich vorher gesagt habe, wegen dieser Olympiadisziplin, das gilt für alle Branchen übrigens. Also egal, ob ihr Handwerker sind oder Metzgermeister oder eben Immobilienhändler oder Schuhverkäufer, wenn da gesucht wird in einer gewissen Region, dann probiert wirklich das Beste zu erreichen, die beste Qualität anzubringen, weil ja, alles andere, eben, wie wir jetzt vorher erörtert haben, wird dann schon sehr fest abgestraft. Also, danke vielmals fürs Zuhören. Hey, wenn ihr nichts mehr möchtet verpassen, das Thema ist da Internet, Marketing, optimieren, verbessern, Online-Geschäft, natürlich spezifisch auf Immobilien, aber es gibt auch sonst immer wieder interessante, ich sage jetzt mal, Kuchenstückchen, die wir wieder servieren. Abonniert unseren Kanal, wir sind auf Facebook und auf YouTube zu finden und danke fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.